Willkommen zu einem neuen Video. Der Tisch ist schon gedeckt, es gibt bald Frühstück, meine Eltern bringen Mac-Limit und die werden kommen und den Tag mit mir heute verbringen. Und grundsätzlich wird dieses Wochenende ein ziemliches Schlemmer-Wochenende. Wir werden essen gehen, alles Mögliche. Und weil die Frage explizit danach kam, nach sehr, sehr unvorteilhaften und unvorbildhaften Tagen, was Food Diaries angeht, habe ich mir gedacht, es ist der perfekte Moment, euch mitzunehmen für dieses Wochenende als absolut unperfektes Food Diary. Ich habe mir zum Frühstück einen Kaffee gemacht. Das sind 200 ml kalter Espresso, 150 ml Milch, 1,5% Fett und da habe ich noch ein bisschen Kardamom reingeschmissen, einfach weil ich finde, dass es im Kaffee voll gut schmeckt. Falls ihr das nicht kennt, empfehle ich das mal wirklich auszuprobieren. Ist hammermäßig lecker. Außerdem ist Kardamom gut für einen guten Magen, also auch gar nicht ungesund. Der feste Teil meines Frühstücks, da habe ich mir ein Brötchen genommen, also ein Vollkornbrötchen. Ich finde, die schmecken einfach gut. Und da habe ich auf die eine Hälfte Honig und Erdnussmus draufgepackt. Auf die andere Hälfte habe ich einmal Käse draufgepackt und Pastrami. Das ist so Rinderfleisch, so gebökeltes. Ich habe mir in der Thermosflasche einen Tee gemacht zum Mitnehmen, weil wir wandern gehen heute. Der ist ohne Zucker, ohne alles, einfach nur Tee halt. Den habe ich mitgenommen, weil wir haben einfach eine Wanderung zusammen gemacht. Und das ist total schön gewesen, den zu trinken als warmes Getränk, weil es eh schon so kalt war. Wir sind dann weitergelaufen und haben eine Tour gemacht, eine der letzten Schneetouren dieses Jahr und haben da einfach zwei Burgen erkundet. Die Burg Hohenfreiberg, da haben wir einfach ein bisschen geschaut, was es so gibt. Ich war da ja schon oft, meine Eltern waren da noch nie. Ich habe denen ein bisschen so die Geheimgänge und alles gezeigt und was es da zu entdecken gibt. Es war auch gar nicht so viel los, also war richtig entspannend. Und man konnte dann sogar schon sehen, rüber zur Burg Eisenberg, da sind wir dann auch noch hingelaufen, weil das einfach eine total schöne Rundtour ist und auch die Burg haben meine Eltern noch nie besucht und schaut euch doch einfach mal diesen wunderschönen Ausblick an, den man von dort oben über die Berge hat und ich konnte fast alle Berge benennen und auch schon erzählen, wo ich schon war und es war einfach irgendwie total schön zu genießen. Man konnte dann auch nochmal zurückblicken auf die Burg von vorhin. Und auf der zweiten Burg haben wir eine Pause eingelegt und auch was gegessen. Da habe ich eine Pfefferbrezel mit Butter gegessen. Viel Kohlenhydrate, quasi kaum Eiweiß. Also ja, semi-optimal, sage ich mal. Wir sind dann noch zurückgelaufen, aber das war richtig schön, weil das war eine der letzten Schneetouren dieses Jahr, weil schon richtiges Tauwetter war. Daheim habe ich dann so ein Aloe Vera Getränk getrunken, das haben meine Eltern mir mitgebracht, weil die gesehen haben, dass es das jetzt in zuckerfrei gibt. Ich habe das früher sehr, sehr gerne in normal getrunken, da gab es die noch nicht zuckerfrei. Allerdings arbeitet sowas halt immer mit Süßstoff und obwohl die Nährwerte überall null sind, ist es halt einfach trotzdem nicht gesund und nicht zu empfehlen für eine gesunde Ernährung. Also das nicht vergessen an dieser Stelle. Zur Kaffeekuchenzeit haben wir Kuchen, beziehungsweise ich habe Berliner gegessen. Der war mit Hagebuttenmark gefüllt und sehr lecker. Und abends sind wir essen gegangen in die Wirtschaft. Da habe ich gebackenen Feta mit Salat gegessen. Die links unten, diese kleinen Vierecke, das ist der Feta. Der hat so eine Panade, war gebacken und da war ganz, ganz viel Salat dann dabei. Das ist eine kleine Portion übrigens. Wenn man den in normal bestellt, dann ist da mehr Toast dabei und mehr Feta. Dann sind da drei Feta-Klötze drauf. Aber so habe ich das geschafft und ja, war einfach sehr, sehr lecker. Meine Eltern haben beide dieses Pfefferschnitzel mit Pfefferrahmsoße und Rösti gegessen und Domi hat so ein, zwar so Schweinefleisch mit einer gebackenen Banane und Obst gegessen mit Rahmsoße. Schaut euch einfach mal an, wie mega lecker das aussah. Weil der Tag noch nicht ungesund genug gewesen ist an dieser Stelle, haben wir abends zu einem Familienspieleabend noch Süßigkeiten gegessen. Da habe ich hier zwei Reihen Schokolade von der -30% Zuckerschoko gegessen. Die ist in den Nährwerten quasi kaum besser, also genauso viel Kalorien alles. Die ist nicht gesünder wie normale Schoki. Aber weil die weniger Zucker hat und das nicht mit Süßstoff auffüllt, schmeckt die einfach weniger süß. Und ich finde es geschmacklich einfach toll, deswegen nutze ich die. Ja,
die Nährwerte dieses Samstags, die sind echt übel. 2137 Kalorien, 218 Gramm Kohlenhydrate, 112 Gramm Fett und gerade noch so auf mein Eiweiß gekommen mit 75 Gramm. Also ja, es gibt nicht viel hinzuzufügen. Ein super ungesunder Tag, absolut unvorteilhaft, absolut unvorbildlich. Aber auch solche Tage existieren. Solange die selten sind, ist es auch in Ordnung, aber sie existieren. Und morgen wird weniger schlimm. Der zweite Tag startet wieder ganz normal mit Kaffee bei mir. 200 ml Espresso, 150 ml 1,5%ige Milch und ein kleines bisschen Kardamom. Das schmeckt total gut im Kaffee. Und das Frühstück habe ich dieses Mal aus Obst gemacht und zwar Ananas. Ich habe hier einfach die komplette Ananas gleich geschält und geputzt, weil wenn ich da einmal die Sauerei anfange, dann mache ich das fertig. Da muss ich nicht 25 Mal irgendwelche Schneidebretter dreckig machen. Genau, und das habe ich dann hier einen Teller voll gegessen. Ein Teil zum Frühstück, ein Teil so 2 Stunden später dann nochmal. Und es war sehr lecker. Ich habe hier auch noch einen Tee angesetzt, den ich dann später trinke. Schaut mal, wie schön das aussieht, wenn das so runter diffusiert. Mir fällt das Wort nicht ein, aber es sieht wunderschön aus. Richtig meditativ zum Zuschauen. Wir sind dann noch ein bisschen spazieren gegangen, 7 Kilometer. Und dabei haben wir Kaffee mitgenommen, haben einfach so einen kalten Kaffee. Das ist einer der wenigen fertigen Kaffees, die komplett ohne Süßstoff, komplett ohne Zucker sind. Und nur den Zuckeranteil haben, der sowieso im Milchanteil drin ist. Und der schmeckt richtig lecker. Das ist mein absoluter Favorit hier von den typischen Kühlregal-Cafés. Als wir heimgekommen sind, war der Tee auch fertig und ich habe Teebeutel rausgenommen. Wobei, bei Früchtetee kann man die auch drin lassen eigentlich. Und ja, den habe ich dann im Laufe des Tages getrunken. Unser Mittagessen, etwas verspätet, da habe ich so Sojaschnitzel, Sojalappen, Soja auf jeden Fall, angebraten. Und dazu habe ich ein paar Essiggurken gegessen, Maiskölbchen und Silberzwiebel, einfach ein bisschen eingelegtes Gemüse, was gerade da war, und ein bisschen Barbecue-Soße. Das esse ich sehr oft und sehr, sehr gerne in der Form. Unser Abendessen haben wir zusammen gekocht. Domi hat mir da sehr viel geholfen. Er hat Hackfleisch angebraten, dafür nutzen wir Rinderhackfleisch, dann Zwiebeln und Knoblauch mit reingeschmissen und auch noch mit angebraten. Parmalat, also passierte Tomaten, haben wir noch reingemacht, Bohnen und Mais und ein paar kleine Cherry-Tomaten. Das Ganze haben wir dann einfach noch gewürzt mit diversen Gewürzen und dazu haben wir dann Baguette gegessen, also ist quasi so eine Art Chili con Carne, aber ja, nicht so richtig, weil das eigentliche Chili ist ja ohne Bohnen, aber wir machen es immer mit Bohnen. Die Kalorien heute waren bei 1213, 122 Gramm Kohlenhydrate, 40 Gramm Fett und 83 Gramm Protein. Kein perfekter Tag, aber besser als der gestrige Tag auf jeden Fall und hat so ein bisschen den Samstag irgendwie ausgeglichen, indem wir halt jetzt auch nichts nebenher genascht haben. Die 2 Tage Food Diary an diesem Wochenende waren wirklich teilweise überhaupt nicht vorteilhaft. Aber ich habe jetzt so eine unvorbildhafte Version von einem Food Diary explizit und bewusst auch mal gemacht. Erstens wurde ich danach gefragt, ja, und ich versuche Wünsche immer umzusetzen. Und zweitens, es ist ganz, ganz wichtig einfach, ja, dass wir alle, auch die Operierten, danach einfach trotz allem nur Menschen sind und wir halten uns nicht 24/7 hundertprozentig an irgendwelche Lehrpläne von irgendwelchen Ernährungen, ja, das ist einfach unmenschlich, das braucht es auch nicht, weil das Ziel, ja, wenn ihr eine Magen-OP habt, eine Magenverkleinerung, Magen-Bypass, whatever, ist nicht lebenslange Abstinenz, nicht von der einen Extreme, was die Ernährung angeht, in die nächste Extreme, was die Ernährung angeht. Das Ziel ist ein gesundes Verhältnis zum Essen in jeglicher Hinsicht. Das bedeutet ein gesundes Verhältnis zu den guten, zu den gesunden Lebensmitteln, aber auch zu den ungesunden Lebensmitteln. Und nie wieder irgendwas
und komplette Abstinenz von allem, was irgendwie nichts taugt, ist kein gesundes Verhältnis, das ist nicht normal, ja. Und in dem Sinne finde ich es ganz wichtig, das halt auch mal hier zu sagen, dass solche Tage existieren nach OP, ja, na klar, und dass solche Tage auch existieren dürfen. Das Wichtige ist, man muss halt das Maß beachten, okay? Also zum Beispiel irgendwie essen gehen, dies, das, so solche Schlemmerwochenenden. Dass es so geballt an einem Wochenende ist, ist sehr selten bei mir. Meistens ist irgendwie halt eine Mahlzeit oder halt ein Tag, wenn man irgendwie so, keine Ahnung, jetzt so einen München-Stadttag macht oder so. Aber es ist halt ungefähr einmal im Monat und die anderen 30 oder 29 Tage, die sind halt sehr, sehr gut in der Ernährung. Nicht perfekt, überhaupt nicht, ja, das ist auch nicht mein Anspruch, aber sehr gut. Und das ist wichtig, in diesem Sinne hier auch zu sehen, okay, das Video hier ist kein Freifahrtschein, sich so zu ernähren, überhaupt nicht, aber wenn einzelne seltene Tage so sind, aus denen du dann wieder Kraft schöpfen kannst, weil du dir was gönnen kannst und auch mal viel gönnen kannst und dann die anderen Tage aber wieder die Disziplin hast, das durchzuhalten, so wie es sein soll, dann sind solche Tage sinnvoll und gut, ja, weil auch Soul Food hat seine Daseinsberechtigung. Und das finde ich hier in dem Sinn wirklich mal ganz wichtig zu sagen. Also beachtet das bitte auch, bevor irgendjemand was Falsches schlussfolgert. Das ist nicht meine Ernährung hier standardmäßig. Wenn du ein Bild von meiner Ernährung bekommen möchtest, gesamtheitlich, dann schau dir alle anderen Food Diaries auch an, weil meine Ernährung ist sowieso querbeet, aber sie ist nicht perfekt, aber sie ist gut, was die Regeln angeht. Und das ist jetzt nicht zurückzuführen auf solche einzelnen Videos. Also falls du neu bei mir angekommen bist, dann freut mich das sehr, aber dann schau dir auf jeden Fall die anderen Food Diaries auch an, um ein Bild davon zu bekommen. So. Ich würde sagen, genug Moralpredigt, aber das ist sehr wichtig an dieser Stelle hier zu sagen, gell? Nicht, dass jemand hier irgendwie falsche Eindrücke bekommt oder mein Video als falsche Aufforderung, irgendeinen Bullshit zu essen, aufnimmt. Deswegen sage ich sowas explizit dazu. Und ja, ich hoffe, dass euch dieses absolut unvorbildhafte, ungesunde Food Diary auch mal geholfen hat, weil auch so esse ich manchmal und das ist in Ordnung. So. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und bis dann. Tschüss.